So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine weitere Folge Pokémon Go. Wir kommen zur nächsten Forschung, die auch wieder durch ein Ticket kam, die eine Schede hat. Deswegen möchte ich dir in dem Video zeigen, was man da machen muss, was ich daraus bekommen habe. Und Grüße gehen raus an Dulli Squad. Erstmal kurz Umgebung zeigen. Hier ist die Futuristic Sculpture, das ist das Ding hier in der Mitte. Das ist eine Arena. Hier habt ihr dann busbahnhofsmäßig. Beim letzten Mal haben wir nämlich da oben gestanden. Da ist wieder der Block, da ist ein Platz. Wir müssen uns beeilen, weil wir eigentlich zum Community Raid unterwegs sind, einkaufen gehen wollen. Ich aber 3, 4, 5 Videos auf einmal machen muss, alles durcheinander, musste im Kopf, irgendwie kann ich nicht. So, deswegen Grüße raus an Dulli Squad. Du bist der Buddy, der diese Forschung hier gegiftet hat. Die habt ihr, habt ja 2 Wochen eigentlich dieses Weihnachtsevent. Das ist eine Woche so, eine Woche so. Das ändert sich nochmal, aber die Forschung, 2 Forschungen, die ihr kriegt, laufen direkt diese 14 Tage lang durch. Fange 10 Pokémon, fange 20, fange 30, fange 40. Verwende 10 Bären beim Fangen von Pokémon. 20 Bären gibt es auch noch. 4 verschiedene Arten von Pokémon vom Typ Eisfang. 6 verschiedene Arten, 8 verschiedene Arten, 10 verschiedene Arten. Da gibt es überall Encounter hinten raus, was mich auf jeden Fall interessiert, was da alles drin ist, ob da ein 100er dabei ist, ob da ein Shiny dabei ist. Und unten gibt es nochmal 2 Raid-Pässe. Die Forschung war günstig, die hat glaube ich nur 2 Euro gekostet. Und für die 2 Raid-Pässe ist ja das der normale Preis, der wieder drin ist. Ihr kriegt aber diese 2. Forschung mit genau denselben Sachen auch nochmal dazu. Plus nochmal 2 Pässe, das heißt 4 Pässe für 2 Euro, das passt schon, spart ihr was. Und habt natürlich diese ganzen Gratis-Encounter dabei. Das ist die Tode-Oma-Forschung, die habe ich in dem Video davor dann gemacht. Und hier unten steht noch winterliche Wünsche. Die gab es also so auch noch dazu. Fange 5 Pokémon, dreh 3 Pokestops oder Arenen, verwende 5-mal Power-Ups bei Pokémon. Das wird jetzt wahrscheinlich vieles von alleine gelöst, während man zum Einkauf fährt und das Gotcha laufen lässt. Ein paar andere Sachen muss ich noch so machen. Ja, würde ich sagen, wir fahren zum Einkaufen. Ich melde mich zurück, wenn die Sachen fertig sind, ich die abholen kann oder noch was reinschneiden kann. Denn das Intro für den Community Raid muss ich auch noch aufnehmen. Und danke an Dulli Squad, aber an der Stelle für das Ticket. So, da sind wir zurück. Die Aufgaben von der Dulli Squad Forschung sind jetzt gefühlt alle fertig. Da war ja nicht viel dabei. Das meiste hat das Gotcha also während der Fahrt wirklich beim Einkaufen zurück, zum Einkaufen und vom Einkauf zurück erledigt. Verschiedene Pokémon fangen alle vom Ice-Type, so wie die Samyang, die es nicht gibt. Dann habe ich halt noch ein paar Bären geworfen und gefüttert beim Werfen. Davor meine ich, das möchten wir jetzt eigentlich alles abholen. Gleichzeitig ist ja hier noch aber diese Forschung, die für alle da ist, winterliche Wünsche. Da muss man noch 5-mal ein Power-Up machen. Und ich mache es ja immer so. Ich habe übrigens heute meinen 2. Kyurem Raid gemacht und ist direkt ein Shiny geworden. Ich habe jetzt also 1 Pokédex-Eintrag im Community Raid gehabt und ein Shiny im 2. Raid bekommen. Das ist ganz cool. Ich habe ja gesagt, das Shiny gefällt mir richtig toll. Da würde ich mich freuen, aber ich würde nur den täglichen Pass machen. Aber einen Pass brauche ich ja auch nur für den Mega-Raid. Wann ich den mache, weiß ich nicht. Ob das erst kommt oder erst das oder erst das. Dann wollte ich die Tode-Oma-Forschung erst machen, aber die dauert doch länger. Deswegen muss ich jetzt wahrscheinlich das vorziehen. Also kann sich einiges ändern. Guckt einfach, was man machen. Was ich sagen wollte, wenn ich dann so eine Aufgabe habe mit Power-Ups machen, bevor du stundenlang irgendwas suchst und dein ganzen Staub dafür verschwendest, nehme ich mir eigentlich immer was ganz Kleines und gebe jetzt hier 5 Power-Ups. Das sind 1200 Staub, das sind 5 Bonbons, das hat jeder, das ist nicht teuer, das ist so günstig und damit erledige ich immer die Aufgabe. Klar gibt es Sachen, die ich gerne pushen möchte, aber das möchte man vielleicht dann zeigen in einem Video mal sammeln und ein paar Sachen maxen oder so. Aber hier, wenn ich so eine Aufgabe habe, auch beim C-Day letztens waren Aufgaben dabei, habe ich das auch so gemacht. Jetzt möchte ich erstmal hier unten das abholen. Winterliche Wünsche, da gibt es ein Gletschermodul, da gibt es Silbernis und Nanabären. Hier ist noch ein Pokémon drin, ein Pikachu. Okay, das nehmen wir mit. Merkt euch das Pikachu, wir müssen nämlich auch alles bewerten. Das habe ich irgendwie vergessen bei der anderen Forschung. Das muss ich mir noch merken, dass ich das nachträglich noch bewerte und abhole. Jetzt müsste man hier einen Pfad wählen können. Aber das ist ja wie gesagt die Forschung, die sowieso jeder hat, die ohne Ticket da ist. Pokémon fangen oder Sternstaub sammeln.
ich gehe auf Sternstaub, mache jetzt hier das und wie geht's weiter? Jetzt muss ich gucken, wo ist das jetzt hingerutscht? Ist das jetzt ganz oben drüber? Nee, warte, jetzt gehe ich wieder hier rein, gehe hier runter. Das ist die tote Oma hier, genau. Hier würde das jetzt weitergehen. Winterliche Wünsche, fang 10 Pokémon, 25, 40 vom Typ Eis, 8 verschiedene Arten von Eis, 7500 Staub verdienen, 25 Geschenke verschicken. Das kennt ihr aber alle, deswegen gucken wir uns das nicht an. Wir gucken uns jetzt an, was hier in diesem 2-Euro-Ticket drin ist. Wir starten mit einem Flanival. So, Alter, wie weit hinten sitzt der denn? Ich habe bisher noch keinen per Hand gefangen. Alle, die ich habe, sind bisher vom Gotcha während einer Fahrt gekommen. Hier ist ein Sneebel drin. Flanival sieht auf jeden Fall fett aus, also der ist schön groß und wuchtig. Ich weiß nicht, ob der was kann, wenn der entwickelt ist, ob der hier richtig brutal wird. Kann ich mir aber nicht vorstellen. Galaflampion ist auf jeden Fall stark, guter Eisangreifer. Seemobs ist mega süß. Das sieht man ja, hat ja auch einen Schal drum. Sneebel ist ein guter Unlichtangreifer, ach, ein guter Eisangreifer, ein guter, ja, Eis und Unlicht, sag ich doch. Das da hinten macht mich ein bisschen wirre. Deswegen 395 ist Pikachu, das nehmen wir noch mit. Da würde ich mich diesmal freuen, sogar wenn ich einen Shiny kriegen würde. Hier sind alle mit Kostüm drin, das passt. Werf mal den Ball, schick mal raus. Es gibt ja wahrscheinlich während der Events dann auch Showcases mit kostümierten Pokémon. Dürfte ich also jetzt nicht alle wegschmeißen? Ich muss mir da mal ein paar aufheben. Die Frage ist, sind in beiden Dingern genau die gleichen Sachen drin? So, jetzt hängt's. Hier ist Frigometri ohne Kostüm. Oh, hängt wieder am Rand rum. Müssen wir mal gucken. Passt das jetzt? Ist das drin? Hier steht nochmal Frigometri, also war nicht drin. Müssen wir nochmal draufhauen. Wie gesagt, bewerten mache ich dann alles, wenn wir alles gefangen haben. Ich muss ja von dem zweiten unten auch noch abholen. Hier haben wir Amarino noch drin. Das ist alles das 2-Euro-Ticket von Dooley Squad. Guck mal, ihr müsst nicht mal einen Glaziola-Raid machen. Ihr kriegt direkt ein Glaziola hier noch aus der Aufgabe raus. Ihr kriegt aber trotzdem 2 Raid-Pässe jetzt dazu. Die finde ich besonders genial. Jetzt haben wir hier das Enton. Haben sie auch gefragt, wie kriegst du denn Enton? Musst du Geld ausgeben, um Enton mit Schal zu kriegen? Aber später kriegst du sowieso Enton mit Schal und Mütze im zweiten Teil vom Winter-Event. Wir sind aber jetzt noch im ersten. Hier sind wahrscheinlich genau dieselben Encounter wieder drin. Da ist nochmal Flanival, da ist nochmal Sneebel. Ich habe mir eh die WP nicht gemerkt, deswegen ist das wurscht. Hier Flampion drin in der weißen Version. Mir gefällt das Rode aber besser, vom Design her zumindest. Also die Farbe weiß ist gut. Petsneef. Petsneef war nicht im oberen, dafür war ja, glaube ich, Darmhirplex drin. Das sind nämlich die Unterschiede von Teil 1 und Teil 2. Pikachu ist am Start. Botogel ist, glaube ich, war da Frigometri drin statt Botogel? War da Seemobs mit Schal statt Botogel? Ne, Seemobs haben wir doch. Ach, ich habe auf jeden Fall den Überblick verloren. Aber das Evoli eingetütet. Hier ist Frigometri, der hat ja gar kein Kostüm, der müsste also sowieso bei beiden drin sein. Hat aber sein eigenes Fangkunst-Event jetzt letztens gehabt. Frigometri, ihr seht, der braucht immer 2 Anläufe, wenn nicht sogar noch mehr. Ist immer noch nicht drin. Vielleicht sollten wir mal besser werfen. Hier, so fabelhaft, jetzt ist er drin. Hoffe ich. Gehen runter, haben noch 2 da. Wieder ein Amarino. Wie passt Amarino zum Weihnachts-Event? Kann mir das mal jemand erklären? Ist ja nicht mal ein Eis-Pokémon. Glaziola ist wieder drin. Glaziola ist cool, sieht auch schön aus, ist ein sehr elegantes Pokémon und wir kriegen wieder 2 Raid-Pässe und nochmal so ein schickes Enton mit Mütze, mit Schal. Also das werde ich mir, denke ich, mal aufheben. Das ist tote Oma-Forschung, das geht uns gerade nichts an. Hier wird auch einiges fertig, aber weil ihr das alle sowieso habt, gucken wir uns das nicht weiter an. Wir müssen jetzt mal schauen, ab wo wir gefangen haben. Wir haben angefangen genau hinter dem Cure mit diesem Pikachu. Jetzt bewerten wir alles durch und schauen, ob hier noch was dabei ist. Wir haben einen 96er Pikachu hier drin. Flanival, ja okay. Flanival kommt auf 1400. Ich hätte eigentlich die Flanival mit gelber Beere fangen müssen. Das ist der neue Pokédex-Eintrag dann.
wenn man das mal entwickelt, brauche ich ja wieder. Sneebel richtig schlecht, Flampion geht, Seemobs, naja, Pikachu mit 15 Angriff zumindest, Damierplex, Evoli, Frigometri, Amarino, Glaciola, Enton, 100% Flanival, das ist cool. Da machen wir mal ein Häkchen dran. Da bin ich gespannt. Ich finde das Pokémon mega hässlich, muss ich sagen. Die Weiterentwicklung, weiß ich gerade gar nicht, ist auch hässlich wahrscheinlich. Da machen wir mal ein... 2 Euro haben sich auf jeden Fall gelohnt bei Dulli Squad. 100% Flanival hier aus der Forschung bekommen. Ja, Shiny ist nicht dabei. Evoli ist auch ein 96er. Botogel ist hier vielleicht ein 93er oder 91er. Kann ich jetzt schlecht einschätzen. Das ist ein 93er, das sieht man. Und Enton sieht so süß aus, oder? Das süße Enton. Ich habe jetzt auch mein Kostüm ein bisschen angepasst, habe mir jetzt was anderes nochmal angezogen. So sieht's halt jetzt aus. Jetzt trinke ich meinen Kakao, habe eine Brille auf, habe eine Mütze auf. Ich habe leider keinen Pullover im Spiel. Deswegen habe ich mir das angezogen, weil es irgendwie trotzdem so wie Christbaum aussieht. So gelb, grün. Das ist jetzt drin. Das war die Dulli Squad. Forschung, 2 Euro, 4 Raid-Pässe, 100er Flanival, ein paar schöne kostümierte Entons, das gefällt mir auf jeden Fall. Danke Dulli Squad dafür, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, peace out, Vorhaut, euer Ramses. Habt ihr euch die 2 Euro Forschung geholt? Warte mal, ich vergesse gerade was. Wir brauchen doch noch das Giveaway für das Video. Ich habe doch gesagt, in den nächsten Videos, wo die Forschungen sind, ist noch Giveaway drin. Moment. Das muss ich bei der Tode-Oma-Forschung muss ich auch dran denken. Ich habe hier das zweite Giveaway versteckt. Das heißt, der NetGhost hat mir, seht ihr hier, diesen schönen Weihnachtspullover oder Winterpullover geschickt. Mit dem Code könnt ihr den kriegen im Spiel. Ich habe keinen Pullover, also eigentlich hätte ich den ja nehmen können. Dann würde mein Outfit auch passen zum Kakao schlürfen. Ich möchte den aber an euch weitergeben. Das heißt, einen haben wir schon im Community Raid mit Kejurim rausgegeben. Hier ist jetzt der zweite Code. Einer, der diesen Code eingibt, kriegt den Pullover. Ist halt nur einmal einlösbar. Ich kann es kurz nochmal vorlesen. 7ZPV86AT4TBEK. Das ist der Promocode von Amazon. Von NetGhost, seinen Kollegen, Dankeschön auch dafür natürlich. Das heißt, manche geben mir was, manchmal gebe ich euch wieder was. Also geben und nehmen, das passt doch zur Weihnachtszeit. Das war der zweite Promocode. Der dritte kommt in einem der anderen Videos. Peace out, Vorhaut, euer Ramses. Denn einer war noch übrig.